Mein Name ist Leo Hillinger. Ich bin der Eigentümer vom Weingut Leo Hillinger in Jörnis im Burgenland. Meine Geschichte, ja, es war nicht immer so einfach und deswegen werde ich erzählen, wie ich versucht habe, meine Weine zu verkaufen. Ich habe mir gedacht, ich habe einen Heurigen gemacht und in den Heurigen habe ich versucht, die Produkte auch dementsprechend zu verkaufen. Ich habe mir gedacht, aber ich muss raus und muss schauen, dass ich dementsprechend Kunden bekomme. Wie kriegt man Kunden? Da habe ich mir gedacht, naja, die Fußballspieler, die kaufen da nicht viel ab, sondern ich muss Golf spielen, Leute mit Wein, mit Geld haben. Also die Golfspieler haben Geld und die kaufen dann meine Weine. Und ich dachte, das ist eine gute Idee, ich werde Golfspielen anfangen und so lerne ich die Leute kennen und die kaufen dann die Weine ab. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass man mal grundsätzlich eine Platzreife braucht, dass man überhaupt Golf spielen kann. Und was die kostet, war für mich eine Katastrophe, eine halbe Stunde, 270 Schilling. Ich war schockiert, kein Geld gehabt damals. Ich dachte, eigentlich sollte ich Golflehrer werden, weil das ist ein guter Job. Für wenig Zeit auch und sehr viel Geld zu verdienen. Und dann war natürlich die Mitgliedschaft. Also damals hat Donners Kirchen die Mitgliedschaft 50.000 Schilling gekostet. Also ich hatte gar kein Geld, nicht einmal für die Platzreife. Und so haben wir dann einen Kredit aufgenommen. Ich bin damals zum Banker gegangen und habe gesagt, ich brauche Geld, ich brauche 6.000 Schilling grob, dass ich ein bisschen ein Spiel habe. Und dann hat er gesagt, ja, was willst du kaufen, einen Traktor oder was? Ich sage, nein, eine Golfmitgliedschaft. Und dann hat er gefragt, ob ich ganz sauber bin oder was. Sag ich, ja, ich brauche das, vertraue mir, ich muss Leute kennenlernen, die Golf spielen und die haben Geld und die kaufen dann meine Weine. Ja, und dann habe ich wirklich diesen Kredit bekommen, habe dann diese Platzreife mal gemacht und dann habe ich die Golfmitgliedschaft gekauft. War für mich ein Riesending, weil auf einmal habe ich dann Netzwerke gehabt. Ich war ja schon bei Roundtable, das ist so wie Rotary oder Lions, die haben Golf gespielt und natürlich viele Gastronomen haben Golf gespielt. Und so habe ich dann schon ein schönes Netzwerk aufgebaut, aber ich habe halt relativ schnell gut gespielt. Und habe immer aufgepasst, dass ich keine Turniere gespielt habe, dass mein Handicap relativ hoch ist. Also das heißt, dass du nach außen hin nicht so gut wirkst und nicht so viel gut spielen kannst. Und dann bin ich immer in Flights, das waren so vier Leute, und in einem Viererflight dahin und habe halt richtig gut gespielt und habe relativ wenig gesprochen und durch das gut spielen fällst grundsätzlich einmal auf. Und dann frage ich, was magst du? Und ja, bis im Weinbereich und von dem hat es dann, ist es dann in ein Gespräch und ich habe dann teilweise auch sehr viele Leute kennengelernt, innerhalb von kürzester Zeit ein extremes Netzwerk aufgebaut. Damals war eine Firma, was ich mich erinnern kann, Pin Position hat die geheißen und die hat so Pro-Ams organisiert, Profi-Amateur-Turniere, wo Profis mit Amateuren in einem Flight zusammengespielt haben. Und das habe ich gesponsert. Gesponsert heißt, dass er 24 Flaschen Wein oder 48 für die Abendveranstaltung und bin riesig als Sponsor da aufgeschrieben worden. Geschlafen habe ich faktisch im Auto, weil man nichts da geleistet habe. Und habe dann am Abend wieder genetzwerkt und natürlich über Golf gesprochen. Golfer würden nur über Golf reden. Und so haben sie da damals schon sehr gute Netzwerke ergeben. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auf jeden Fall jeden einen Öfer und Ferrari habe ich voll gemacht mit Wein, weil ich bin dann immer beim Halfway-Haus gestanden, habe die Weine verkosten lassen und am Abend da und dann haben die Leute bestellt. Ich bin mit dem VW-Bus hin, voll gefüllt mit Wein und habe dann verkauft, habe den Papa schon angerufen, Papa kommt mit dem nächsten Auto, wieder Wein verkauft. Und so ist das Ganze dann zustande gekommen. Und es war eine sehr wichtige, interessante Geschichte und vor allen Dingen der erste Step, um Netz zu werken. Netzwerk ist bis heute geblieben. Damals, die Leute, die damals zum Golfspielen angefangen haben, die waren im jungen Management, das sind jetzt in Top-Positionen. Das waren junge Akademiker und die sind mit mir mitgewachsen und oft lachen wir und sagen, ich habe mich damals
habe ich mir Sachen einfallen lassen, ich so, so diese alten Golfhosen habe ich mir schneiden lassen mit so einem Gilet und so Koppen, also so ausgeschaut wie ein Golfer für die 20er Jahre. Und dann bin ich mit den Golfkarts und dort umgefangen, die ganzen Damen-Turniere habe ich damals mit meinem, das war so ein Sperlwein, der hat geheißen Pompidou, und mit dem bin ich mal da umgefahren und die Mädels dann und Geschmäß gemacht, und das war, die haben immer wieder Männer mitgenommen, Wein mitgenommen. War von der heutigen Zeit her gesehen eine lustige Zeit, aber auch eine sehr schwierige Zeit, weil ja, ich bin ganz Österreich rumgefahren und habe dann die Turniere gesponsert, gespielt, präsentiert, verkauft. Also es war sehr anstrengend, aber es hat sich ausgezahlt. Es war ein guter Schritt, um einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben. Am Weg nach oben inspiriert haben mich immer Menschen, die ihr Leben im Griff gehabt haben, die nie arrogant geworden sind, auch wenn sie ganz oben gewesen sind. Zum Beispiel der Veit Schalle, der war für mich so ein Mensch, den ich sehr bewundert habe. Den habe ich gar nicht gekannt, der war bei mir im Heurigen und hat gesagt, ja, ich bin auch Bauer, und der war so sympathisch, und wir haben uns dann intensiver persönlich kennengelernt, und muss ehrlich sagen, das war ja der Generaldirektor damals von Billa Merkur, und ich muss sagen, der hat mich immer schwer beeindruckt. Und Angelo Geier war für mich auch einer, der Weinbau als Leidenschaft war und trotzdem ein Betriebswirt, ein Künstler, alles in einer Person. Also die zwei haben mich immer sehr beeindruckt, und immer Menschen, die auch immer natürlich geblieben sind, und dem Weg bin ich auch treu. Am Boden gebliebene Menschen, keine Arroganz, Arroganz ist Dummheit. Also solche Menschen haben mich immer beeindruckt. Ja, es ist auch wichtig, dass mich die Leute auch kennenlernen. Die Leute kennen mich faktisch irgendwie vom Fernsehen oder durch irgendwelche Geschichten in der Presse, und so kann man ja die Leute einfach kennenlernen. Durch so Geschichten wird man ja dann authentisch, und man liegt da wie ein offenes Buch. Strahlt Ruhe aus, nicht? Er strahlt Ruhe und Zufriedenheit aus. Er ist irgendwie aufmerksam und trotzdem sehr entspannt.